Herzlich willkommen zu Let's Play Outlast Whistleblower. Facecam ist am Start. Ich, Idiot, habe natürlich wieder die Outer City, also das Programm Outer City, vergessen einzuschalten. Jetzt hat es meine Tonspur nicht aufgenommen. Jetzt nehme ich es nochmal auf. Extra für euch. Part 5. Timer noch zurücksetzen. Ich habe jetzt schon vorgespielt, ich weiß jetzt, wie es abgeht. Also. Dann tun wir das Game mal spielen mit euch. Es kann sein, dass es mich jetzt trotzdem nochmal erschreckt wegen dem Metzger. Aber naja. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Überall. So. Hier. Ja. Wir müssen anscheinend doch in dieses. Ich will dich nicht füttern. Oder weiß nicht, was er sagt. Ja, es ist jetzt ganz kurz eine Folge. Er fällt runter, geht schon. Da möchte er schon wieder reinkommen. Hat aber keine Chance, denn wir laufen hier durch. Und dann durch diese Tür. Mhm. Dann durch diese Tür. Mhm. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und dann einmal kurz der Schatten hat mich schon wieder Gänsehaut gespürt. Passiert trotzdem nichts. Reingehen. Tür schließen. Plapsch. Und weitergehen. Hier haben wir den netten Sicherheitskollegen. Und dem Metzger werden wir noch sehr viel begegnen. Ja, ist schon gut. Ich werde mich erschrecken, Leute. Projekt Wallrider. So, wir begegnen den jetzt mal. Schnell und strohstracks. Christus! Okay, hören wir mal mit dem Christus auf. Das bringt mir ja sowieso nichts. Oh, Sackgasse, Sackgasse. Nein, 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 nein. Du nicht, du nicht, du nicht. Ich weiß, da wären Batterien noch. Aber können wir uns jetzt nicht nehmen, denn wir müssen erstmal das Gas abdrehen und rauf. Wir müssen aber da wieder zurück. Soweit habe ich nicht gespielt, aber wir hatten das Gas abgedreht. Hier. Keine Batterie. Aber hier müssen wir das Gas abdrehen. Und hier hat man eine Errungenschaft freigeschaltet. Und jetzt müssen wir zurück zu dem Metzger. Und ja, da würde ich sagen, ich starte mal den Part, denn ich bin ein Idiot. 17 Minuten haben wir. 17. Hey, ernsthaft? Es klappt einfach nichts, es geht alles schief. Aber naja, spielen wir weiter. Einfach laufen, laufen, laufen. Ich weiß nicht wohin. Laufen, laufen, laufen. Nein! Setz doch die Kamera auf. Da ist er, da ist er. Da ist er. Nein, ich komme nicht zu dir. Bist du... Nein. Oh, da. Okay, jetzt spielen wir wieder blind. Ich weiß nicht, was passiert.
Okay, ist hier nicht. Okay, hier ist nix. Hey, sprechen kann ich auch nicht. Ja, Hintergrund ist jetzt nicht verdunkelt. Ich spiele untertags. Ah, hier können wir jetzt rein. Dies ist leider abgekratzt. Oh, Treppenhaus. Sehr schlecht. Ich glaube, jetzt bekommen wir Gesellschaft mit dem Wallrider. Setz die Kamera auf. Wir haben schon lange keine Notiz mehr gehabt. Ach du heilige Scheiße, wo muss ich denn da hin? Ich sehe ja fast gar nichts. Bringt das was? Nee. Okay, wahrscheinlich werdet ihr jetzt Hintergrundgeräusche hören. Weil ich habe das Fenster gekippt und da sind ja auch Nachbarn. Willst du mir sagen... Willst du mir sagen, der ist jetzt heraus und auch schon? Nein! Ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammt nochmal. Bestens, ich gehe jetzt mal am Geländer vorbei. Also, nicht vorbei, sondern an dem Geländer. Das war keine so gute Idee. Aber dem Blut sollten wir folgen. Ah! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da rein. Beruhig dich. Es ist ja nur ein verdammtes Spiel. Nein. Geh weg. Geh weg. Nein, nein, nein. Okay, das sieht aus wie eine Sackgasse. Oh mein Gott. Leute, ich kann mich nicht an den anderen Weg erinnern. Ich schätze, wir müssen da... Wir müssen... Ah, okay. Hier. Da ist jetzt einer rausgekommen. Hier ist Blut. Sehr viel Blut sogar. Da bringt keine Nachtsicht... Nichts. Nachtsicht ist es ja gar nicht. Hier geht's nicht weiter, aber hier. Das ist so ein leiser Moment. Da kann es sein, dass es wieder was zu erschrecken gibt.
Hier ist verschlossen. Kommen hier. Da geht's weiter. Also der Orientierungssinn ist bei diesem Wetter null. Das ist wirklich schlecht. Ich würde gern darauf. Ja, danke. Okay, ich muss sowieso runter. Hier geht's eh nicht weiter. Jetzt wohl hier weiter. Okay, ich sehe immer noch nichts. Aha. Und wo die Leiter? Ich habe so die Befürchtung, es passiert etwas. Da haben wir schon wieder die Musik. Nein, wollt ihr nicht. Okay, hier müssen wir durch. Ach du heilige Scheiße. Leute, dieses Game macht mich krank. Was ich bei Kronk zum Schluss gesehen habe. Also jetzt nehme ich es als Beispiel. Nee. Nicht dein Ernst. Dass mich die nicht gesehen haben. Hände. Wird ja immer schlimmer. Ah! Nein, nein! 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 Weg da! Nein! 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 Nix da! Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nein, ganz und gar nicht. Nein, das nicht. Ist hier eine Batterie drin? Eine Akte. Okay, lesen wir uns die Akte schnell durch. Linke Maustaste. Ist eine Notiz, schätze ich. Nee, ein Dokument. Die Wallrider-Wahnvorstellung. Von J. Billings at MerkoffCorporation.us.com an K. Vignalando at MerkoffCorporation.us.com. Betreff Re. Patient Samuel. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stockes in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Rollrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mysterische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal
unter den Bann der Wahnvorstellung ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes. Wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssten persönlich miteinander sprechen. Billings. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter, Leute. Schauen wir mal auf die Minuten. Oh, 5 Minuten passt vollkommen. Ja, kleines Nebeninfo. Assassin's Creed Part 4 Folge 2. Kommt irgendwann mal. Aber Upload braucht ein wenig lange. Bringt sich immer noch nicht. Das Telefon piept und das nicht nur das, sondern jedes in diesem Areal oder Gebäude. Du kannst dich nicht verstecken. Und was, wenn schon? Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. Vertrauen Sie ihnen nicht, sie behaupten, es sei Wissenschaft, aber das ist es nicht. Sie haben auf uns gewartet. Ihr Billy hat verstanden, sie waren immer hier. Okay, du faselst komisches Zeug herum. Mir gefällt die Hintergrundmusik nicht. Oh mein Gott. Es ist ja grässlich, was hier passiert ist. Oh mein Gott. Oh. Okay. Oh mein Gott. Dann alarmieren wir mal die Leute. Was soll das? Nein! Oh, Scheiße. Waylon Park, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're going to talk now. Do me a favor and die here, Park. Nein. Nie und nimmer. Das ist ein Arschloch. Oh Gott! Wir müssen noch weiter. Wir müssen noch weiter. Nein! Nein! Du nicht. Du verzack nicht. Ja, war doch klar, dass du mir die Nase zusperrst. Hä? Ein. Das ist alles so auf schnell und dam. Rein da. Nee, hast du Pech gehabt. Wow, warum sind hier Ruckler? Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Okay, hier ist eine Mauer. Das ist mal gut. Schauen wir mal auf die Minuten. Ja, 50 Sekunden, da werde ich doch mal sagen, lassen wir es für heute bleiben mit Outlast Whistleblower. Ich hoffe, euch haben die Momente gefallen, die ich hier gespielt habe.
Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da. Vorschläge oder sonst irgendwelche Sachen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ja, zum Schluss sage ich nur noch in diesem Scream, ich schätze, das ist der Pfarrer. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Okay, dann lesen wir schnell noch die Notiz. Jemand, der so wie ein Priester, okay, stimmt, aussieht wie dieser Ort im Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Sorry, Leute. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abschlachteten. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein ängstigender Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Ja, das war's jetzt wirklich. Ihr seht schon im Gesicht, es wird schon ein bisschen dunkler. Und ja, das war diese Folge Outlast. Jetzt werde ich nicht mehr so lange reden, denn jetzt wird es auch Fahrt. Und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Die kommen wahrscheinlich morgen schon. Oder am Feiertag. Lasst euch einfach überraschen. Vielleicht werde ich auch 2 Folgen mal raushauen. Und ja, dann sage ich jetzt wirklich mal tschüss, denn verarschen will ich euch auch nicht. Also ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kev.